Das ist die Burg Bentheim. Doch die Burg war nicht immer da. Und jetzt, liebe Bentheimerinnen und Bentheimer, müssen Sie ganz stark sein. Wir lassen die Burg nämlich verschwinden, damit man es sich vorstellen kann. Als die Burg noch nicht da war, lebte in Bentheim Bento. Bento hatte große Träume und wollte eine Burg haben wie seine Freunde. Doch er hatte kein Geld, um sich die Burg zu bauen. Dies ist Volker Pann, der heutige Bürgermeister von Bentheim, quasi ein Nachfolger von Bento. Er hat auch kein Geld, aber die Burg steht ja auch schon da. Bento hatte aber nicht nur kein Geld, sondern er hatte auch gar keine Baugenehmigung. Kein Problem, sagte der Teufel. Ich baue dir über Nacht eine Burg, wenn mir dafür die Seele gehört, die mir als erstes begegnet, wenn ich fertig bin. Gesagt, getan. Der Teufel erfüllte sein Versprechen. Mit einem Trick konnte Bento seine Seele behalten und der Teufel musste mit der eines Raben Vorlieb nehmen. Aber das ist eine andere Geschichte, die der gleich vorgestellte Verein wesentlich besser erzählen kann. Das sind die Damen von Burgi e.V. rund um die Burg. Sie kennen sich richtig gut aus in der Bentheimer Geschichte und den Sagen und Legenden der Burg Bentheim. Ziel des Vereins ist die Vermittlung von Geschichte und Kultur in der Euregio. Das machen sie ganz authentisch in historischen Gewandungen. Also ist dies Arbeitskleidung und keine Verkleidung. Auf der Burg sind Dohlen allgegenwärtig und deshalb wurde die Dohle Burgi zum Wappentier des Vereins. Hauptsächlich werden die Programme über die Jugendherberge Bad Bentheim angeboten. So wurden in den letzten 3 Jahren pro Jahr durchschnittlich 100 Schulklassen von Burgi e.V. betreut. Überwiegend sind es Grundschulklassen aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern um Bad Bentheim, die einen Aufenthalt in der Jugendherberge und die Programme buchen. Damit hat Burgi e.V. ganz wesentlich zum Erhalt der Jugendherberge beigetragen, aber auch eine Lücke im touristischen Angebot der Kurstadt geschlossen. Rüstungen und Ritter hoch zu Ross. Das beeindruckt und drum ist die Reise ins Mittelalter mit den Ritterspielen das beliebteste der Programme. Nun gut. Solche Pferde hat der Verein nicht. Aber Pferde haben sie auch. Und auch ohne Pferd kann sich der Nachwuchsritter den gefährlichen, herausfordernden Exerzitien stellen. In Mannschaften aufgeteilt üben sich Knappen und Burgfräulein an Roland beim Bogenschießen und gehen mit der Lanze auf Sauenjagd. Beliebt ist aber auch immer wieder das Seilziehen. Damit soll die Klassengemeinschaft gefördert werden, aber auch geschichtliches Wissen vermittelt und das Interesse an den Wurzeln unserer Kultur geweckt werden. Sind alle Prüfungen bestanden, wird jeder Teilnehmer zum Ritter geschlagen. Sollten Sie also auf einer Visitenkarte den Ehrentitel Ritter zu Bentheim entdecken, trägt die Person den Titel möglicherweise zurecht und Sie sollten sich in Acht nehmen. Nicht nur an der Burg, sondern auch an vielen anderen Gebäuden kann man in Bad Bentheim Sandstein entdecken. Woher dieser stammt und wie er ver- und bearbeitet wurde, wird mit dem Programm Bentheimer Gold erklärt. Dass Sandsteinbearbeitung nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder begeistert, belegen diese Bilder. Selbstverständlich geht das Burgfräulein und der Ritter, zumindest die, die etwas auf sich halten, nur standesgemäß auf die Burg. Drum wird zunächst das Outfit auf den neuesten Stand der aktuellen Camelot-Mode gebracht, bevor man die Burganlage in Augenschein nimmt. Das Programm Tischlein deck dich befasst sich, wie kann es anders sein, mit dem täglichen Brot und dem, was darauf kommt. Im Garten der Jugendherberge werden die ersten Grundkenntnisse der Kräuterkunde vermittelt. Auf dem Hof der Käserei Dennemann in Samern werden dann auch praktische Erfahrungen mit Tieren, Landwirtschaft und der Milchgewinnung und Verarbeitung vermittelt. Es soll damit das Interesse für Umwelt und Landwirtschaft geweckt, aber auch die Ernährungskompetenz gefördert werden. Denn nur wer weiß, was er isst, kann sich gesund ernähren. Aus Sicht der Käserei wird Brot natürlich vollkommen überbewertet. Dies sehen die Bäcker und Müller der Gildehauser Mühle selbstverständlich ganz anders. Kenntnisreich führen die Hobbymüller die Kinder in das Geheimnis ein, wie aus Getreide Mehl wird und wozu man das eigentlich braucht. Dass man für das Backen keinen Backofen oder gar eine Fabrik benötigt, braucht man den Kindern dann auch nicht mehr erklären. Entscheidende Begegnung mit dem bösen Zauberer. Mit dem Theaterspektakulum erarbeiten sich die Gruppen eigene Szenen, Dialoge und können aus dem reichhaltigen Kostümfundus des Vereins auswählen. Binnen kürzester Zeit entsteht ein Theaterstück, das dann im Mühlenstumpf an der Jugendherberge aufgeführt wird.
Das Waldprogramm Natur pur verbindet Akrobatik und den Abenteuerspielplatz Wald zu einem besonderen Erlebnis. Die Natur wird den Kindern nahegebracht und trägt zur psychomotorischen Förderung bei. Fantasie, aber auch Konzentration, Kreativität, Auffassungsgabe und Geschicklichkeit sind bei dem Programm von Hexen und Zauberern gefragt. Damit wären wir dann fast wieder am Anfang der mysteriösen Erbauung der Burg Bentheim angelangt. Vielleicht sollten diejenigen mit großen Wünschen, aber leerem Geldbeutel daran teilnehmen. Aufbauseminare für Kommunalpolitiker sollen in Vorbereitung sein. Über das Angebot der Jugendherberge hinaus kann man auch fantastisch märchenhafte Kindergeburtstage buchen, die aber auch für Erwachsene geeignet sind. Quasi als Begleitbuch ist auch ein Burgführer für Kinder erschienen, der sowohl an der Burgkasse, aber auch in Buchhandlungen und im Laden allerlei rund um die Burg in der Wilhelmstraße zu bekommen ist. Burgi e.V. kooperiert mit dem Sandsteinmuseum bei der Sandsteinrallye und kindgerechten Museumsführungen und nutzt den alten Steinbruch Schlüterskuhle, die Außenstelle des Sandsteinmuseums. In Zusammenarbeit mit dem Fürstlichen Haus, der Bad Bentheimer Touristinformation, den Bäckern und Müllern der Gildhauser Mühle und der Hofkäserei Dennemann in Samern werden die Programme stetig weiterentwickelt.